Wir hatten einen 10-8 auf dem Hawkhaven Campingplatz an der Autobahn. Ein laufender Einbruch. Ich war am nächsten dran, also bin ich alleine hin. Eigentlich ein Kinderspiel. Oh, was ist denn da heute los? Die, ganz kurz, die Sozialarbeiterin, das kriegt er für die Verbindung. Die Sozialarbeiterin. Aber in dieser Nacht waren alle nervös, weil der Trapper wütete. Und jeder hätte der Nächste sein können. Die Sozialarbeiterin, die den Kindern ja nicht zugehört hat, ne? Mich macht das alles wütend, weil wenn man jetzt die Geschichte kennt und wie verzweifelt... Also Serienmorde sind nie gut, ne? Bitte macht das nicht. warte kurz. Aber da waren ja auch die Kinder, die da echt einfach nur misshandelt wurden. Und ich will gar nicht wissen, was in dem Spielzimmer da mit denen gemacht wurde. Die hat das ja auch so völlig ignoriert. Und ich sehe gerade hier oben in der Kamera... Dass das echt nicht geil ist, wenn ich schwarz anhab bei dem Stuhl. Ich sehe voll moppelig aus. So, Wohnwagen betreten. Ich betrete den direkt mal. Die Sozialarbeiterin also. Und die Oh Gott, wir müssen die Beweise finden. Alle jetzt. Ich werde es wahrscheinlich wieder verkacken. Wo ist das Dynamit? Sucht nach den Hinweisen, die oben angezeigt sind. Benutzt den Zeiger, um die Hinweise vor Ablauf der Zeit zu markieren. Ja. Manche Hinweise sind später nützlich, also versucht, sie alle zu finden. Hallo? Gott, ja! Geil! Ich glaube, mein Handy ist zu alt oder weiß nicht, oder einfach schon zu kaputt. Vor allem jetzt erst. Das ist ein großer Wohnwagen. Oh mein Gott. Ich war in einer Bar. Ich weiß nicht. Dann war ich hier. Oh Gott! Bitte helfen Sie, bitte! Was ist hier los? Wir haben noch ein paar Sekunden. Ich überlege mal kurz. Einfach nur, ich will gerade eine andere Entscheidung treffen. Scheiße! Gott verdammt! Nein! Oh Gott! Nein! 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 Ich weiß, dass das natürlich das Schlechteste ist überhaupt, aber ich will gerade einfach... Ich wollte da jetzt gerade mal eine andere Entscheidung treffen. Das heißt nicht, dass sie es verdient hat, auch wenn sie da die Kinder nicht ernst genommen hat, aber ich wollte wissen, wie sich das jetzt... Das muss ich nicht unbedingt nochmal haben. Auswirkt. Finn muss sie gesehen haben. Er hat die Tat nicht vollendet. Er hat sogar seine Sachen dagelassen. Bewundert. Es war mutig, da alleine reinzugehen. Wie ist er denn kommen? Versteht ihr? Ich möchte einfach nur bestimmte Sachen, da möchte ich mich wirklich bewusst umentscheiden, weil ich wissen will, wie die sich einfach auf den späteren Storyverlauf auswirken. Wie ist Finn entkommen? Ich wollte die Gegend absperren, aber Finn war längst weg, als Verstärkung eintraf. Was verband Finn dann mit dem Tatort?
Ich habe ein Haar von Finn am Tatort entdeckt. Der DNA-Abgleich mit unserer Verbrecherdatenbank hat ihn als Treffer ergeben. Wenn du es da hingelegt hast. Er war bereits im System. Finn war schon so oft auf dem Revier, dass er fast ein eigenes Zimmer hatte. Wir bekamen den Tipp, dass er gesehen wurde und fuhren zufällig vorbei. So ein Glück aber auch, Detective. Ich habe ihn geschnappt. Arsch. Oh oh, Mama Bär ist bissig. Vorsicht. Arbeiten wir zusammen, das ist nicht hilfreich. Sorry, Detective. Ihr Verhalten ist nicht hilfreich. Und kindisch. Moment mal. Das hier ist immer noch mein Fall. Und der Kerl ist verurteilt. Was glauben Sie denn eigentlich, wer Sie sind, verdammt? Ich bin Staatsanwältin. Sind Sie fertig? Der Trapper-Fall hat allen zugesetzt. Wir haben für heute genug Salz in alte Wunden gestreut. Sergeant. Ich denke, das war alles. Können wir sonst noch helfen? Haben Sie Adam Jones forensische Berichtsakten? Ah, nicht von seinem Tod. Wurden Proben genommen, als er ins Waisenhaus kam? Ja, bestimmt. Wäre es möglich, diese Proben hier mit den Beweisen von den Trapper-Tatorten abzugleichen? Verarschen Sie mich? Sie verschwenden hier die Zeit der ganzen Abteilung, kapiert? Ich habe eine bessere Idee. Wir lassen den Psycho ganz einfach sterben. Calvary, stopp! Mr. Hillary wird das prüfen. Wir melden uns dann. Danke. Calvary. Okay. Hey, Graves. Ja? Ich wollte nur sagen, dass... Calvary ist ein Arsch. Ja. Keine Sorge. Sie haben mir sehr geholfen. Das verstehe ich sowieso nicht. Wir hatten ja das Alibi und sie meinte ja noch so hier, nein, sie war es, ist ja ein Alibi. Warum hat die das denn am Ende beim Interview... Oh, freundschaftlich, heute Abend schon was vor? Hey, was machen Sie denn heute Abend? Ich... Was? In meiner Wohnung liegt ein riesiger Aktenberg. Das schaffe ich niemals alleine. Okay, gut. Ich kann Ihnen helfen. Perfekt. Rufen Sie an. Du kannst da noch so viele Teile von Hidden Agenda eigentlich machen. Immer wieder mit anderen Geschichten. Das wird sich total lohnen, finde ich. Fragt mich, wie euch das Spiel gefällt. Ich hoffe, es euch gefällt das. Ich finde das voll spannend. Hallo. Ah. Eine Rattenfalle. Hm. Yep. An jedem Tatort war eine. Eine kranke Visitenkarte. Ah, das wusste ich nicht. Wir gaben es nicht an die Presse. Ziel Nummer 1, Rupert Walsh, der Bestatter. Nach dem Mord präparierte der Trapper eine Flinte an der Zimmertür. Der Polizist wurde in die Brust getroffen. Einfach, aber schlampig. Das hätte auch ganz anders ausgehen können. Gab's noch etwas zu dem Opfer? Er war der Einzige ohne Verbindung zu Las Palmas, nur ein kleiner Säufer. Finn nannte es Trockenlauf mit feuchter Nudel. Ich schätze, das ist seine Art von Humor. Aber wenn er dann doch nicht der Trapper ist... Oh Gott, verdammt. Dieser Fall raubt mir echt den letzten Nerv. Becky, brauchen Sie eine Pause? Es wurde auch gesagt, dass die Synchronstimmen nicht lippensynchron sind. Und dazu kann ich tatsächlich was sagen. Jetzt oft genug schon dabei gewesen und selber auch zweimal in offiziellen Tonstudios synchronisiert. Bei Filmen ist es anders. Du hast, ne, ich habe das auch bei Lego Batman gesehen, ne, da hatte er halt immer die Szene vorher und konnte dann lippensynchron quasi was daraus sprechen. Bei den Spielen, wo er immer eingesprochen hat, also Erik, ne, oder halt ich, hattest du nichts. Du hattest nur die Tonspur vorher. Du hattest kein Bild. Deswegen sind bei den Deutschen, bei den Spielen, ist das deswegen meist auch gar nicht lippensynchron. Das ist dann keine schlechte Synchro, sondern es ist einfach, die Synchronsprecher können nichts sehen. Sie können da nichts lippensynchron machen. Was ich echt schade finde, dass das einfach nicht geht. Dass man das nicht einspielen kann. Weil meistens, wenn die deutsche Synchro gemacht wird, ist das Spiel noch nicht fertig. Krass. Finde ich super krass. Gereizt sehe ich müde aus. Ich konnte kaum schlafen. Tut mir leid, ich... Das war eigentlich alles schon Geschichte. Jetzt wieder die Akten. Finns Hinrichtung steht an. Ich weiß es nicht. Bei dem ganzen Mist in meinem Kopf kann ich echt kaum schlafen. Die gute Nachricht ist, dass es schon sehr bald vorbei ist. Ja. Ja, stimmt. Zweites Ziel. Wirklich übler Kerl. Das ist der die Kinder bis zur Unkenntlichkeit verprügelt hat. Pfleger in Las Palmas.
Vor dem Waisenhaus hatte das Rauschgiftdezernat eine riesige Akte über ihn. Aber sie haben ihn nicht gekriegt. Ein glitschiges Arschloch. Seine Leiche lag in einem stockdunklen Raum. An der Deckenlampe war C4. Der Polizist knipste das Licht an und es wurde Licht. Er hat sich weiterentwickelt. Sein erster richtiger Mord. Besser durchdacht, aber er war nicht zufrieden. Drittes Ziel. Vater Rominski, der Anführer. Kaplan in Las Palmas und Kopf der Kinderschänder. Angeblich. Ja, angeblich. Der Trapper hat ihn betäubt, aufgeschnitten und mit Sprengstoff gespickt, der bei Bewegung hochgeht. Wir bekamen danach ein Video davon. Das kranke Schwein hat Rominski stundenlang auf Knien beten und seine Sünden gestehen lassen. Das war der vom Anfang. Als er dann zufrieden war, rief er Sergeant Teller. Kannten Sie die anderen Cops? Das war mein Distrikt. Also, alle drei Cops und Sie, die ihn schließlich ertappt hat, alle aus dem dritten Distrikt? Die Morde fanden dort statt. Wie gut kannten Sie die anderen zwei? Ich meine, wie gut kannten Sie die anderen Polizisten? Genug, um sie nicht sehr zu mögen. Ich bin so schnell wie möglich weg von dort. Was ist, wenn die ersten Opfer bei jedem Mord nur Ablenkung waren und das eigentliche Ziel war der dritte Distrikt? Wenn ich jetzt drüber nachdenke... Interessant. Interessant. Ja. Diese drei Cops, das waren nicht unbedingt Musterknaben. Ach ja? Distrikt 3 hatte Probleme. Der chemischen Art. Na toll. Drogenmissbrauch? Mehr als nur das. Wundert mich, dass das in der Ermittlung nicht auftaucht. Mich nicht. Aber vielleicht ist was dran. Was ist da los mit Calvary? Er ist einfach unerträglich. Die Luft vorhin hätte man förmlich schneiden können. Er hat einen Stock im Arsch. Calvary hat einen Stock im Arsch. Wie meinen Sie das? Tja, erstens habe ich den Trapper geschnappt, nicht er. Das passt ihm nicht. Okay, das sollte er doch verdaut haben. Ja, allerdings. Aber er piesackt mich. Wieso? Ich leiste gute Arbeit, also bin ich eine Zielscheibe. Das ist es nicht. Ja, Sie haben leicht reden. Mein Dad ist nicht da, um mich zu beschützen. Niemand hat es ihr leicht, okay? Hier hat sie jetzt gar nicht gesagt, dass ihr Vater sich umgebracht hat, tatsächlich. Wow. Infos fehlen tatsächlich und Infos kommen dazu. Krass. So, Calvary, sag mal. 2-5 bei 16. Ich geh rein. Komm mal raus. Ich trink mal was. Ich habe heute den ganzen Tag so einen Durst. Ich weiß nicht warum. Nein, ich habe am Tag vorher keinen Alkohol getrunken. Hier ist die Polizei. Ist da jemand? Tja, nein, vergessen die Kamera auch auszumachen. Nein, tut mir leid. Okay, noch kein Quicktime, oder? Oh mein Gott. Sir, hören Sie mich? Ich frage mich, ob der Polizist halt jetzt auch eine Zielscheibe war. Wir wissen immer noch nicht, wer die Prostituierte war. Wir wissen immer noch nicht, wer die Frau hinten im Auto war. Es gibt ein Problem. Was? Das Opfer ist ein Cop. Was? Was ist passiert? Das müssen wir noch herausfinden. Eine Leiche wurde gemeldet. Beamte kamen, Leiche war präpariert. Trapper-Style. Doch nicht. Nein. Nein, jemand hat einen Fehler gemacht. Das kann nicht sein. Das glaube ich nicht. Ich will es sehen. Stopp. Na, lass mich los. Stopp.
Es ist Calvary. Was? Bevor du reingehst, musst du wissen, das Opfer ist Calvary. Oh mein Gott. Na? Guckst du dir deine Arbeit an? Entschuldigung, bleiben Sie meinem Arbeitsbereich bitte fern. Danke. Sieht so aus, als war Calvary hier. Mit einer Prostituierten. Oh Gott! Er kam mit ihr her zum... Naja. Hinweise? Nur eine vage Beschreibung. Um die 20, brünett. Na toll. Calvary hat ein ganzes Magazin geleert, aber nichts getroffen. Hier ist nur sein Blut. Und Officer Montesinos. Der Beamte? Calvary war präpariert. Fallen. Fuck. Oh Mist, ich will gerade was sagen. Ein ganzes Magazin. Wenn ihm jemand von hinten die Kehle durchschneidet, warum schießt er hier hin? Und wenn es von vorne war, warum traf er dann nicht? Oh Gott. Ja, es ist wirklich. Was entdeckt? Nichts Nützliches. Becky, tut mir leid, aber ich muss fragen. Wo warst du gestern? Ich wollte gerade noch mal in meine Unterlagen tatsächlich hier gucken. Ganz kurz. Wisst ihr noch die Geisel, als die noch gelebt hat im ersten Durchgang? Sie meinte irgendwie, ich habe ihn sofort erkannt. Egal wie herausgeputzt er war, ich habe ihn sofort erkannt. Ich weiß nicht, was er ist, so ein Polizeiarzt oder so. Verstehst du? Die Vermutung, das wird aber... Aber was genau? Ging es um Adam oder hat sie das auch was anderes gesagt? Sie meinte offensichtlich also ihn, ne? Aber warte mal. Ich mach's sofort. Warte. Adam Jones, dunkle Haare übrigens hier auf dem Kinderfoto. Da ist sie. Ach, scheiße, hat sich natürlich alles geupdatet. Daniela wurde gefesselt in Finns Werkstatt gefunden. Daniela starb bei einem tragischen Unfall durch einen Stromschlag, als Finn festgenommen wurde. Lana Petty, Pflichtverteidigerin. Da haben wir sogar ein Foto jetzt hier. Ich glaube, das hatten wir aber schon vorher. Ich bin mir nicht sicher. Scheiße. Oh, ja. Ja, scheiße. Okay, komm. Wütend, ist das dein Ernst? Ich war bei Felicity. Ich war die Nacht, den Abend bei Felicity Graves. Akten durchsehen. So lang? Ja. Und? Scheiße. Was? Du musst sehr, sehr vorsichtig mit der Sache umgehen. Warum? Du musst nachweisen können, wo du warst. Jeder weiß, wie du und Calvary zueinander standet. Tom. Sei vorsichtig. Glaubst du wirklich, ich könnte so etwas tun? Hör dir doch mal zu. Ich beschuldige dich nicht. Ja, aber es ist das Erste, das dir durch den Kopf geht. Flipp jetzt nicht aus. Du weißt, wie das aussieht. Denk nach. Nicht wütend. Wir sind verwirrt. Das kann nicht sein. Wünschte ich auch. Ich habe dieses Arschloch gehasst, aber sowas würde ich nie tun. Ich glaube dir. Das sollte nicht nötig sein. Du weißt doch, wie es läuft. Du würdest genauso reagieren, kann ich da nur nochmal sagen. So, guck mal, er macht jetzt das da, ne? Und lustigerweise passiert ihm fast gar nichts. Aber die Beweise...
Die Beweise sind weg. Damit ist Teil 1 beendet. Schaut ins Logbuch, trinkt einen Schluck und tippt in das Feld, wenn es weitergehen kann. Okay. Es kann sofort weitergehen. Wupp. Also, was haben wir denn da? Becky nahm Finn fest, aber die Geißel starb durch einen Stromschlag. Becky und ihr Partner wurden zum Morddezernat unter Sergeant Riggs befördert. Felicity trug Richter Vanster und Finns Geschichte vor. Sie traf sich mit ihm am selben Tag beim Gericht. Felicity überredete Richter Vanster und dazu, Finn in Polizeigewahrsam zu lassen. Felicity lud Becky zu sich nach Hause ein, um die Fallakten durchzusehen. Becky und Felicity sahen sich die Akten zusammen an. Becky hielt die Wahrheit über ihre Feinde mit Calvary geheim. Über ihre Fehde. Ups. Becky störte eine versteckte Kamera am Tatort. Becky hatte ein Alibi für die Nacht von Calvarys Mord. Und jetzt können wir fortfahren. Scheiße, scheiße. Okay, weiter geht es. Jetzt kommt Teil 2 von Hidden Agenda. Finde ich super! Motivierende Tutorial-Stimme. Hey, Sam. Wie geht's? Es geht so. Ist wohl immer viel Arbeit, wenn ein Freak unterwegs ist. Simon, also? Okay, okay, Leute. Ruhe bitte und zuhören. Hey, zuhören. Wir haben einen Kopf verloren. Er kehrt nie wieder in den Dienst zurück. Und es kam fast noch schlimmer. Ich weiß, das ist schwierig für uns alle. Niemand hätte gedacht, dass wir erleben, dass Jack Calvary zu Fall gebracht wird. Seien wir ehrlich, er war nicht der Typ, der Mäuse mit Speck fängt. Aber er war einer von uns. Und diese Tat ist nicht hinnehmbar. Entschuldigung, Sergeant. Was gibt's Neues zur Zeugin, dem Callgirl? Die Fahndung ist raus und nach diesem Adam Jones auch. Ich sag Bescheid. Solange sich nichts anderes ergibt, gehen wir hier zunächst von einem Nachahmungstäter aus. Es ist gut möglich, dass Jonathan Finn irgendwie aus dem Hintergrund die Fäden zieht. Wir haben Staatsanwältin Felicity Graves hier, um bei der Ermittlung zu helfen. Sie ist vertraut mit dem Trevor-Fall. Sie wird uns helfen. Bitte unterstützen Sie sie. Und noch was. Staatsanwältin Felicity Graves hat ausgehandelt, dass Jonathan Finn vorübergehend in unser Gewahrsam kommt. Ach, kommen Sie ganz im Ernst? Hey. Ich denke, das könnte eine wichtige Spur sein und gehe ihr nach. Wer ein Problem damit hat, kann in mein Büro kommen. Detective Marnie, ab jetzt gehen Sie bitte Calvarys alte Trapper-Akten durch. Wir suchen Zusammenhänge, die übersehen wurden. Okay. Jaha, wir machen's. Ja, klar. Okay. Okay, ran an die Arbeit. Denk dran. Jack Calvary sieht uns zu, wo auch immer er gelandet sein mag. Machen wir ihn stolz. Boah, hoffentlich nicht. Der bumst bestimmt Engel im Himmel. Was?